Willkommen in Genf. Wir stehen gerade in der Halle 7 des Salons, das heißt das Paradies für Profis und für Tuningsfans, die sich hier über die letzten Trends informieren lassen. Und jetzt unsere neue Aufgabe. Volvo stellt als Weltpremiere seine V40. Dieser Fünftürer wird den S40 und V50 übernehmen und den Audi 13 konkurrenzieren. Es ist für Stadtfahren perfekt. Das ist das dynamischste Auto bei Volvo aller Zeiten. Rallye-Rennfahrer haben sogar zum Fahrwerkaufbau mitgemacht. Volvo ist mit Sicherheit immer innovativ gewesen. Noch einmal überrascht die Marke alle mit einem Fußgänger-Airbag. Dieses Auto ist mit 9 Sicherheitsoptionen ausgestattet. Der Fußgänger-Airbag und eine Sicherheitseinrichtung, um Unfälle in der Stadt zu vermeiden. Dieser neue Fünftürer wird mit einem neuen Dieselmotor oder mit einem T5 Turbo verfügbar. Preise werden Ende März kommuniziert. Der Opel Mokka ist das ganz neue SUV der Marke. Mit seiner erhöhten Bodenfreiheit, den 18 Zoll Aluminiumrädern und der breiten Spur signalisiert der Mokka zugleich Offroad-Kompetenz. Man fühlt sich in diesem Auto jung, sportlich, dynamisch. Man sitzt roh und man fühlt sich ganz gut in diesem großen, modernen Interieur. Da es sehr kompakt ist, hat man aber den Eindruck, sich anschleichen zu können. Der Mokka hat viel von dem Corsa E. Das Interieur hat ein großes Stauvolumen, eine Priorität für die Marke. Die Anpassbarkeit ist uns sehr wichtig gewesen. Es gibt eine große Menge von zusätzlichen Staumöglichkeiten. Das ist in diesem Auto ein Schwerpunkt. Solche eine Ausführung und Design sind heutzutage nicht so üblich. Mokka wird Ende 2012 auf den Markt kommen. In Genf sind die Fahrerassistenzsysteme überall. Aber wirken alle diese verkehrssicherheitsorientierten Technologien? Sie sind wirksam, es ist unbestreitbar. Sie sind keine Spielzeuge. Es gibt sogar Infrarotkameras, um Tiere und Fußgänger nachts aufzufinden. Die Ersteller wollen alle ein intelligenteres Auto, die dem Fahrer hilft, um zu parken oder die Geschwindigkeit zu achten. Parkassistenzsysteme und Totwinkelassistent zählen zu den zahlreichen neuen Technologien. Wenn wir die Autos nicht verbessert hätten, wenn es kein ABS oder Fahrdynamikregelung und so weiter gäbe, wären wir heute nicht da. Jeder Fortschritt zählt. Fahren Sie einfach an, wir kümmern uns um alle. Könnte das nächste Slogan der Ersteller sein. Bis dann, Vorsicht beim Fahren. Eine große angekündigte Rückkehr bei Honda, der NSX. Ästhetisch macht es der neue Honda klar. Sehr sportlich, mit einem aggressiven Front-Kühlergrill. Er ist ihrem Vorgänger, der originalen NSX, wert. NSX ist vraiment pratiquement une marque en soi, avec un véhicule qui était. Der NSX ist fast eine eigene Marke, mit einem Fahrzeug, das schon vor 25 Jahren eine Revolution war. Es wurde von unserem aktuellen Präsident Ito vor 20 Jahren kreiert, also die Marke jungen Alter exprimiert sich durch den NSX. Aujourd'hui, c'est toute la jeunesse de la marque qui continue à s'exprimer au travers de la NSX. Auch die Technologien sind mit dem NSX revolutionäre. Honda enthüllt ein neues Motorisierungssystem, Sport Hybrid. 4 Motoren werden diesen Superwagen betreiben.
Ein Verbrennungs- und drei elektrische Motoren. Der 3 Liter 5 Benzin V6 wird den elektrischen Motor ausstatten. Ein Effekt Booster in Acceleration. Der elektrische Motor kann die Beschleunigung erhöhen und bei der Bremsung die Batterie wieder laden. Was hier einmalig ist, sind die zwei Motoren in den Vorrädern. Und jeder Motor kann bei der Beschleunigung das Fahrzeug steuern, was das Auto sehr dynamisch macht. Daher ist die Leistung über 400 PS. Der NSX wird 100 km pro Stunde in weniger als 5 Sekunden erreichen können. Es soll auf den Markt in 3 Jahren kommen. Wir sehen uns morgen mit mehr Neuheiten bei Mercedes, Subaru und Renault. Und vergessen Sie nicht, dass Sie auf unserer Facebook-Seite für Ihre Lieblingspremiere wählen können.